Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein leckeres spanisches Whiskyhuhn vorstellen. Und zwar machen wir das heute mal wieder in der Actifry. Schaut es euch an, leckeres Gericht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe schon mal rausgelegt, welche Zutaten wir brauchen. Und zwar brauchen wir natürlich Hühnchen. Ich habe hier Hühnchen, Hühnerbrust. Das Fleisch werden wir gleich klein schneiden in kleinere Stücke. Dann natürlich ist ein Whiskyhuhn. Wir brauchen Whisky, um das Hühnchen hier so ein bisschen zu aromatisieren. Ja, für die Flüssigkeit haben wir dann noch ein bisschen Hühnerbrühe, außerdem Creme fraiche. Und dann haben wir noch an festen Zutaten hier nur Chorizo. Die Paprika-Chorizo habe ich hier genommen und auch tatsächlich die etwas fettigere. Die gibt es ja auch etwas feiner. Also ich habe extra die grobe hier genommen, denn die lassen wir gleich aus. Die brauchen wir. Dann haben wir noch Paprika hier, zwei rote. Wir haben einen Bund Frühlingszwiebel, den ich halb und halb nehmen werde mit Brate und zum Garnieren. Damit wir ein bisschen Pep drin haben, gibt es zwei Chilischoten hier noch. Außerdem würze ich mit Paprika edelsüß. Das sind so zwei gute Teelöffel und natürlich hier Salz, aber das ist hier ein besonderes Salz, das ist ein Räuchersalz. Nur ein halber Teelöffel, nicht so viel, das ist sehr intensiv, aber das passt sehr gut. Ja, falls wir noch ein bisschen nachwürzen müssen, gibt es natürlich hier noch ein bisschen Pfeffer und Salz, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig ist. Ja, und dann haben wir eigentlich alles einmal angesprochen hier, was ich für mein spanisches Whiskyhuhn brauche. Und dann kann ich loslegen. So, als erstes nehmen wir unser Hühnchen. Aber wie immer habe ich natürlich bei Geflügel ein ganz anderes Problem. Kein Geflügel ohne die Katze. Ja, oh ja, Oskar. So, Oskar ist auch wieder versorgt. Ja, ihr seht also hier, dass hier die Größe, die ich jetzt schneide, also nicht so ganz klein. Das ist okay. Da wir es etwas schärfer mögen, nehme ich jetzt die Kerne aus der Peperoni, aus der Chili hier nicht raus, sondern lasse die drin. Wenn ihr nicht gerne so scharf esst und glaubt, was nicht gar nicht mehr so klar ist, dass die Schärfe wirklich in den Kernen sitzt, dann nehmt ihr die Kerne raus. Und auch die Chili muss nicht so ganz klein sein. Ich möchte die noch sehen hinterher. So, und die schneide ich jetzt nur in Ringe, auch nicht ganz so klein, denn auch da möchte ich noch ein bisschen Struktur haben. Und ich nehme das Grün hier ruhig ein bisschen mit. Ich finde es auch nochmal so einen etwas kräftigeren Geschmack. So, einen Gang haben wir noch, und zwar noch die Chorizo. Die schneide ich jetzt in Würfel. Und dann sind wir auch mit den Vorbereitungen durch. Nein, Oskar, Chorizo darfst du nicht. So. So, Vorbereitung beendet. Dann können wir in die Maschine gehen. So, ihr seht, ich habe bei der Actifry jetzt hier die normale Schüssel drin, ne? Also den oberen Teil brauchen wir nicht. Und jetzt gebe ich in die Actifry zunächst mal die Chorizo. Verteile die so ein bisschen. Und die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen aus, 5 Minuten. Na, wir haben ja sonst kein Öl hier, aber das reicht auch, 5, höchstens 10 Minuten. Und dann kommt das Gemüse.
Auf geht's. Sind 6, na gut. So, Actify ist fertig. Und ihr seht jetzt hier, das riecht auch schon ganz wunderbar. Das macht auch so den typischen Geruch, so bei vielen Tapas-Gerichten, wo die Chorizo drin ist. Die entwickelt also so einen ganz besonderen Geruch dann, wenn sie angebraten wird. Und jetzt gebe ich erstmal nur mein Gemüse dazu. Also Paprika, Chili und Lauchzwiebeln. Komm, hier gehörst du hin. So. So, das lassen wir jetzt hier alles nochmal 10 Minuten ein bisschen garen und dann geht's weiter. So, ihr seht, 5 Minuten sind um und jetzt riecht man auch schon ganz wunderbar hier den Chorizo-Geruch, das Fett aus der Chorizo mit der Paprika. So, und jetzt gebe ich mein Räuchersalz hier dazu und Essig. Und auch schon Paprika edelsüß, damit das jetzt noch so ein bisschen das Wasser aus dem Gemüse zieht. Und dann machen wir weiter. So, 10 Minuten sind um. Ah, das riecht schon ganz herrlich. Die Paprika hier ist jetzt ein bisschen weich geworden, schon aber noch nicht matschig. Das soll sie auch nicht. Und jetzt gebe ich mein Hühnchen dazu. Das gebe ich ganz bewusst jetzt erst dazu, denn ich möchte keine Röststoffe haben. Ich möchte, dass das Hühnchen ganz zart bleibt. Deswegen gebe ich es jetzt erst dazu. Ihr könnt es auch anders machen. Ihr könnt auch das Hühnchen erst anbraten und es dann nochmal rausnehmen. Dann habt ihr Röststoffe am Hühnchen. Ich habe beides ausprobiert. Ich finde diese Variante hier schöner, aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage wie immer. Ich mache es so, denn so bleibt das Huhn wundervoll zart und nimmt auch den Geschmack jetzt wundervoll auf, denn jetzt kommt zu dem Hühnchen auch, heißt ja Whisky-Huhn. Ach nee, trinken nicht. Der Whisky. So, und jetzt lasse ich das Ganze zunächst mal nochmal 5 Minuten. Mehr brauchen wir nicht. Fürs Aroma 5 Minuten nochmal füllen. Auf geht's. So, fertig, weiter geht's. Ah ja, das sieht schon gut aus hier. Und ihr seht, das Hühnchen ist auch schon tatsächlich, wo es nur 5 Minuten jetzt drin war, fast durch schon. Also wundervoll. Man riecht jetzt den Whisky fast gar nicht mehr. Nur das Aroma ist jetzt im Fleisch, im Gemüse. Und da haben wir auch nicht mehr viel Sachen. Ja, jetzt gebe ich meine saure Sahne dazu. Die hier so ein bisschen, naja, es geht natürlich nicht herumschmattern. Jetzt gebe ich erstmal so die Hälfte der Brühe dazu. Ich gucke jetzt zwischendurch immer mal, wie die Konsistenz so ist, wie ich es haben möchte. Ja, so die Hälfte reicht erstmal und dann gucken wir mal. Und das Ganze lasse ich jetzt gute 15 Minuten noch garen, damit sich jetzt wirklich alle verbinden kann, alle Aromastoffe mit dem Fleisch und dem Gemüse. Und zwischendurch gucke ich natürlich mal rein. Auf geht's. So, gut 7 Minuten sind um und ich guck mal rein. Ja, und ihr seht, Flüssigkeit kann noch ein bisschen. Das ist jetzt doch noch sehr flüssig. Also gebe ich jetzt ein bisschen Flüssigkeit zu und binde das Ganze. Ich gebe jetzt mal hier in die Brühe den Rest ein bisschen in meine Stärke. So. Und dann lassen wir das Ganze mal zu Ende garen. Mehr Flüssigkeit brauchen wir, glaube ich, nicht. So, Actify fertig. Und ihr seht jetzt, das Ganze glänzt jetzt wunderbar auch durch die Maisstärke. Und es ist auch genügend gebunden. Flüssigkeit auch genau richtig. Ne? Ihr seht also hier,
Das Ganze geht gut vom Löffel. Dicker würde ich es, glaube ich, nicht mehr machen. Ja, das Hühnchen ist auf jeden Fall durch. Und der Geruch ist schon wirklich fantastisch. Also hier sieht man eben Konsistenz genau richtig von der Soße. Läuft hier so ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, wollen wir mal sehen, ob es geklappt hat. Ja, hat es geklappt. Ich habe schon probiert. Sensationell. Ne? Mein spanisches Whiskyhuhn. Das Huhn ist ganz zart. Es ist ganz weich noch. Ne? Dadurch, dass ich es nicht vorher angebraten habe, hat es eben keine Röststoffe. Aber dafür ist es eben auch mega zart. Es hat ganz wundervoll das Whisky-Aroma aufgenommen. Mit den zwei Chilischoten ist es eigentlich auch richtig scharf. Also wer es nicht scharf mag, lässt es entweder ganz weg oder nimmt nur die Hälfte an Chilis. Die Frühlingszwiebeln und auch die Paprika, hat sich alles wundervoll verbunden. Ein ganz toller Geschmack. Ich denke, dick genug ist es auch, cremig genug ist es auch. Ich würde es nicht weiter andicken. Das ist jetzt wieder eine Geschmacksfrage. Also ansonsten wundervolles Rezept. Bei uns gibt es dazu immer ein bisschen Baguette und ich mache das meistens mit ein paar anderen Tapas noch, wenn ich Spanisch koche. Also ein tolles Rezept. Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.